Denkt man in Westsachsen an Bergbau, dann fallen sofort die Ortsnamen Schneeberg oder Schlema. Aber auch in der Ortslage Hartmannsdorf südlich von Kirchberg wurde in früheren Zeiten unter der Erde gegraben, wurden Erze zutage gefördert. Neben der eigentlichen Technik zum Graben spielt dabei auch die Entwässerung der Schächte eine große Rolle. Auch diese sogenannte Wasserkunst gehört heute zum kulturellen Erbe. Es ist eigentlich ein ruhiger, beschaulicher Ort, dieses Hartmannsdorf. Aber wenn es etwas zu feiern gibt, dann ist der Ort auf den Beinen. Jeder macht mit. Und so waren auch die Kinder des Kindergartens dabei, als es wieder einmal etwas einzuweihen galt. Und um diese Quelle geht es, einen sogenannten Stollenbrunnen. Unser Stollenbrunnen ist ein Zeugnis der Wasserkunst des Bergbaus, den wir hier in Hartmannsdorf hatten. Viele Jahrhunderte ist er schon alt in Hartmannsdorf. Und es ist eigentlich eine Rösche in dem Sinne. Das heißt, das Wasser aus den Stollen, aus den Bergwerksstollen, tritt hier aus und tritt hier zutage. Das Besondere ist, der Radiumgehalt von dem Wasser ist bei 40 Millibecquerel pro Liter sehr hoch, viel höher als zum Beispiel in Schlema. Im Schatten dieser bekannten Bergbauorte war der Bergbau hier lange Zeit eher unbekannt. Heute erinnert man sich wieder an diese Tradition und stellt sie in einen größeren Kontext. Wir sind ja Teil der Montanregion Erzgebirge mit dem Hohen Forst und dem Filzteich hier in der Gemeinde Hartmannsdorf, aber auch Kirchberg, Langenweißbach gehören ja mit dem Hohen Forst hier mit dazu. Und natürlich auch die Silberstraße, da wird sich auch einiges tun, sodass wir hier im Kontext der Montanregion Erzgebirge, auch im Tourismusverband Erzgebirge, viel besser angebunden werden an die Region. Man sieht es auch daran, dass zum Beispiel der Förderverein der Montanregion Erzgebirge auch Geld zum Beispiel für eine wunderschöne Stele hier am Eingang mit dazu gegeben hat. Und auf dieser Stele ist verzeichnet, wie lange es hier schon Bergbau gegeben hat. Eisenerz wurde gefördert und auch teilweise hier im Ort verarbeitet. Diese Industrie gibt es schon lange nicht mehr, aber aus der Nutzung der Wasserkraft entstanden verschiedene Mühlen und Schmieden, die lange Zeit das Gesicht des Ortes prägten. Auch der Stollenbrunnen selbst ist keine neue Entdeckung. Die Hartmannsdorfer, die haben diesen Stollenbrunnen schon sehr lange in ihrem Gedächtnis. Das ist etwas, womit wir, das ist sehr präsent hier im Ort gewesen und auch sehr bekannt, vor allen Dingen das Wasser und seine Qualitäten. Und der Verein Glück auf Hartmannsdorf, der die Initiative dazu ergriffen hat, hat sich gedacht, wir wollen diese Ecke erstmal wieder aufwerten. Es war also ein bisschen verwachsen, es war nicht mehr so schön, der Hang ist abgegangen. Und jetzt haben wir gesagt, es muss präsent werden und es muss wieder wunderschön werden. Vor allen Dingen, dass man das auch nutzen kann und auch erfahrbar machen kann. Und für dieses, auch touristisch wichtige Ziel, hat nicht nur der ansässige Verein Leistungen erbracht. Auch die Montanregion, aber auch der Landkreis waren vor allem bei der Finanzierung dabei. Wir haben Fördermittel beantragt bei der Liederregion, Zukunftsregion Zwickau, das Zwickauer Land. Das heißt, wir haben hier bei der Liederregion das Geld beantragt. Ausgegeben wird es dann übers Landratsamt. Karst Michaelis, der Beigeordnete vom Landkreis, war ja heute da und hat uns den Fördermittelbescheid auch übergeben. Wir haben uns sehr gefreut über das Geld, diese 26.000 Euro. Insgesamt war es ein Bauvolumen von doch 49.000 Euro, die hier verbaut werden mussten, aufgrund eben auch der einigen Überraschungen, die wir hier dann doch mit erlebt haben. Das ist kein Wunder, denn wer selbst schon einmal in einer Gebirgsregion dabei noch an einer recht steilen Hanglage gebaut hat, der kann ein Lied davon singen. Also wir hatten natürlich wie immer einige Überraschungen, aber ich sag mal, wie überall hier im Westerzgebirge ist es schon so, wenn man in den Boden hineingräbt, da kommt immer irgendwas zutage. Das war auch hier so, also wir mussten deutlich mehr in die Hangsanierung investieren. Aber das Ergebnis zeigt, es ist sehr schön geworden und auch, sag mal, die Gestaltung mit dem regionalen Kirchberger Granitstein, wie sie hier ausgeführt worden ist, ist wirklich wunderschön. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und die Kindergartenkinder nutzten das Wasser an warmen Tagen schon heute zum Abkühlen der Füße und zum Planschen.